Während für euch das jetzt ein neuer Videoblog ist, habe ich irgendwie keine 10 Minuten Zeit zwischen der letzten Absage und der jetzigen Ansage verbracht. Das ist total eigenartig und krass für mich, aber ich bin immer noch bei meinem Fallout-Helm und ich habe ordentlich was schon vorbereitet. Das sind die ganzen Kleinteile, die noch dringend entweder hier reingehören oder hier überall, wo die Löcher sind, da gehören die alle noch dazu. Und jetzt ist es aber so, ich möchte, dass die metallisch sind. Dunkles Metall. Grundfarbe ist dabei schwarz-matt. Innen und außen lackiert, also überall rundherum, denn der Teufel schläft nie. Und es kann durchaus sein, dass auch wenn das ein Filter ist, der von innen drinnen irgendwo rangemacht wird, dass man dann, wenn man schief so reinsieht, doch in diesen ganzen kleinen Löchern noch das graue PLA, das ich hier ursprünglich hier genutzt habe, dass man das sieht. Apropos graues PLA. Ein weiterer Fehler, den ich beim Lesen meiner PDFs gemacht habe. Und das hier zum Beispiel, das ist eine Light Cap. Und Light Cap heißt so viel wie Lichtkappe. Falls ihr kein Englisch kennt. Die müssen noch transparent gemacht werden. Genau das gleiche wie das. Denn ich möchte ja doch LEDs einbauen. Denn der Kollege hat auf dieser Seite hier einen fetten Strahler. Und hier kommt nochmal so ein kleines rotes Lichtlein ran. Und dann muss ich mir auch noch Gedanken darüber machen, wie ich die roten Augen mache. Der hat hier jetzt noch schwarze Löcher, die sollten aber feuerrot sein. Und jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich habe nämlich, habe ich hier noch was? Genau, hier, ihr seht es. Das, seht ihr diese blaue Folie? Ich habe noch solche Folien, auch in Rot. Und meine Überlegung, und da werden wir in diesem Videoblog das Ganze jetzt auch feststellen, ist, kann ich auf ein normales, transparentes Vinyl die rote Folie aufkleben, ohne dass man sieht, dass sie verklebt ist, zuschneiden, verbiegen und dann hier in die Augenhöhlen reinkleben. Dessen werden wir auf den Grund gehen. Aber vorab, jetzt muss ich mal meine ganzen Kleinteile, die hier liegen, auf gutes Superklebeband, doppelseitiges Klebeband kleben, damit sie mir beim Bepinseln und Bemalen nicht verrutschen, denn wir werden jetzt dry brushen. Lasst uns was Schwarz-Mattes mal ein bisschen silbrig machen. Sieht aus wie ein alter Radio, den man selber gebaut hat. Wichtig ist dabei, die Teile dürfen wirklich nicht runtergehen. Denn wenn wir jetzt hier mit dem Pinsel drybrushen, sind gerade bei den kleinen Sachen, ja, besteht einfach die Gefahr, dass man sie runterbürstet. Und deswegen einmal teures Klebeband, doppelseitiges kaufen, dann hat man auch kein Problem. Gott, warum seid ihr so tief? Ich habe immer noch keine Kontrolle über diese Kamera. Ich fühle mich so ein bisschen, ich schaue auch immer darüber, anstatt dass ich hier reinschaue. Tut mir leid, die Videoblogs werden besser, hoffentlich. Jetzt brauchen wir eine silberne Farbe. Ha, zufällig habe ich hier Shining Silver von Army Painter. Ordentlich mal aufschütteln, bisschen was raus. Und dann testen wir mal. Nie gleich volle Kanne testen. Nein, immer nur so dezent. Am besten an einem Stück. Wir brauchen noch, ich habe gar nichts vorbereitet, wir brauchen noch Papier und wir brauchen einen feinen Brush. Am besten klaut ihr, falls ihr keine Frau seid, einen von einer Frau. Freundin, Mutter, Schwiegertante. Würde Airbrush-Farbe auf der Liste für geschützte Arten stehen, wären wir jetzt ziemlich illegal unterwegs. Aber wir müssen den Pinsel hier ganz leicht von oben mit Farbe benetzen. Da ist schon was drauf, Silber. Und jetzt streifen wir hier das Silber fast ab. Damit wir jetzt, Achtung, ich verstelle euch hier wieder, indem wir ganz leicht drüber pinseln, und deswegen braucht ihr einen Make-up-Pinsel, damit das halt so richtig leicht und shiny wird, können wir jetzt hier minimal Farbe auftragen. Somit ist die Farbe, die ihr ursprünglich am Pinsel hattet, fast nicht mehr vorhanden. Also ich pinsel hier mal ein bisschen, trockne das Ganze ab und pinsel jetzt über die ganzen Stellen drüber. Stellt euch vor, ihr müsstet jedes einzelne von diesen Teilen jetzt hier in der Hand halten. Wäre fast nicht möglich, ne? Außer ihr habt sehr kleine Hände. Das Coole bei dieser Trockenbürsttechnik, die Kanten werden als erstes gemacht. Die kriegen die erste Farbe
und dann bürstet ihr über die Flächen drüber und dann wirkt das so ein bisschen shiny. Das sieht, wenn ihr wirklich schwarz matt als Untergrund habt, perfekt aus. Und danach könnt ihr wiederum mit Farbe darüber arbeiten, zum Beispiel Rost oder Brauntöne noch einarbeiten oder irgendeinen Kupferbeschlag oder was auch immer ihr halt wollt. So, jetzt passen die Teile von der Grundfarbe her schon zum Helm und können jetzt, das war auch das Problem, mit dem ich hier zu kämpfen hatte, ich muss jetzt die Teile einbauen, damit sie dann, wenn ich hier drüber wirklich meinen Rost lege und meine Texturen schön drüber arbeite, dass das alles dann ein Guss wird. Oh, Alter, der Klebstoff, der klebt ja richtig gut. Aber lasst uns das mal hier reinstecken und mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn es drinnen ist. Ja, ist metallisch, aber ich sehe gerade, hier oben habe ich noch ein Loch, da kommt noch was rein. Also eine Stelle muss auf der Seite bei dem Kubus hier auf jeden Fall noch gedrybrushed werden. Hier eine Stelle. Dann ist alles durch. Hey, es tut mir echt leid, wenn ich nicht immer die Kamera dorthin halte, wo ich hinfilmen möchte. Ich muss es mir angewöhnen, das hinzubekommen. Aber ich lerne ja auch, ne? Der Hersteller von diesen 3D-Druckdaten, das war ein schlauer Fuchs. Der hat sich gedacht, wenn der Schweighofer irgendwann mal den Helm aufhat, wird er keine Luft bekommen. Aber wir haben ja diese Tubusse, einer links und einer in der Mitte. Und beim linken hat er das mit dazu gemacht. Und dieser Adapterring, der ist genau dafür konzipiert, dass er einen Nuktuallüfter halten kann. Und während jetzt die Heißklebepistole hier mal aufheizt, werde ich den Nuktuallüfter hier mittels zwei Schräubchen montieren, dass er schon mal montiert ist. Und dann bekomme ich von der linken Seite hier in den Helm ständig frischen Sauerstoff durch diesen Filter geblasen. Ich liebe solche Gimmicks. Beim letzten Helm war das viel schwieriger. Da hatte ich hier drinnen, da steckt mein Lüfter. Mit einem Netz davor, dass der Bart sich nicht in den Lüfter reinfrisst. Man muss auf solche Sachen achten. Ob das jetzt hier auch der Fall ist, wir werden sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man an sowas denkt, wenn man so etwas baut. Respekt. Ich habe die Filter eingesetzt. Ist egal, welche Radius oder welche Form sie haben, also wie sie gedreht sind, so, nicht welcher Radius. Aber sobald eure AKP, also eure Heißklebepistole hier, heiß ist, werden die von innen festgeklebt. Ziemlich eine enge Geschichte da drin. Klar könnt ihr das auch mit Superkleber machen. Aber PLA kann extrem gut mit Heißkleber verklebt werden. Und wie sieht es von außen jetzt aus? Mega! Okay, coole Sache. Ich habe auch schon weitere Elemente ausfindig gemacht, wo sie hingehören. Einer gehört hier hin, das ist so eine Abdeckhaube. Die müsste genau hier drauf passen. Das ist echt schade, weil ich habe gerade diesen Bereich hier unfassbar sauber geschliffen und gespachtelt. Der kam nämlich aus dem Drucker extrem scheiße raus. Und jetzt wird er sowieso abgedeckt. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen mehr mit den Druckdaten beschäftigen sollen. Nicht schlimm. Im tiefsten Innersten weiß ich es jetzt und ihr auch, dass hier darunter alles wunderbar geschliffen ist. So, dann haben wir Rundelemente wie die hier. Die haben ein Loch dabei, damit ich später nochmal Schrauben nachsetzen kann. Das liebe ich an solchen Props. Im Nachhinein, wenn alles fertig ist, kurz vor der letzten Weathering-Phase, also vor der letzten Dreckphase, schraubt man echte Schrauben noch rein. Die geben der ganzen Geschichte eine richtige Form. Sieht ja auch echt aus, weil echt ist, ne? Und dann kann man da nochmal drüber wettern und verleiht meinem ganzen Prop hier noch einen Ticken Realismus. Aber das sieht für mich jetzt mal ganz stabil aus. Lassen wir es mal trocknen. Und dann kümmern wir uns um die ganzen anderen Kleinigkeiten. Denn auf jeden dieser kleinen Punkte hier kommt noch irgendwie eine andere Applikation drauf. Ich habe hier noch ganz, ganz viele Kleinteile. Die müssen hier alle noch irgendwo verstaut werden. Jetzt habe ich voll das krasse Problem. Dieser Stöpsel, der gehört hier rein. Das Loch da drin ist aber etwas anders als das Loch oder als dieser Stöpsel hier. Jetzt muss ich das Teil aufbohren. Wäre an und für sich, ich habe es mir ausgemessen, 11 mm. Ich habe aber nur einen 10 mm Bohrer.
Da PLA sich aber wunderbar bohren lässt, schauen wir mal. Ich hätte noch eine Idee, aber die nächste wäre, den Bohrer zu würgen. Einfach ein bisschen hin und her. Jetzt ist es wahrscheinlich ein 13er Loch geworden. Kant ein bisschen säubern. Ja, das Problem beim Würgen ist, vorne und hinten ist das Loch jetzt gewürgt, aber in der Mitte nicht. Hammer! Mit ganz zarten Schlägen bekommen wir den da rein und der muss nicht mal reingeklebt werden, weil wo soll er hin? Wo soll er hin? Hat eh kein Geld. So. Ich zeige jedes Problem bei diesen V-Logs, weil es gibt viele. Dann nehme ich mir einen Dreierbohrer und bohre die zwei Löcher hier rein, weil ich habe mir solche Minischrauben, Sechskantschrauben besorgt. Die sollten hier jetzt reingehen. Dann setze ich auf den letzten Punkt hier, kurz bevor der Schraube reingeht, noch einen Tropfen Superkleber drauf. Kann man davor natürlich auch schon reinmachen, egal. Dass der auf jeden Fall da drinnen bleibt. Ein großer Schritt ist weitergegangen und zwar sind die Augen jetzt drinnen, die ganzen Inlays sind eingebaut, sie sind lackiert und ein Lüfter ist eingebaut und der Helm. Aber ihr selber, ihr müsst nicht zwingend das verpasst haben. Ich habe das in einem Livestream, der hier oben verlinkt ist, kann man sich das ansehen. Aber es ist nichts anderes als wie eine Folie, die hier reingeklebt wurde und ich habe auf der Seite einige Teile mit einer silbergrauen Metallicfarbe noch lackiert, weil ich mir dachte, es sieht besser aus, wenn hier einzelne Elemente noch verbaut werden und nicht das ganze Teil grün ist. So, jetzt kommen wir aber zu einem der wichtigsten Sachen und zwar zu der berühmten Textur, von der ich immer spreche. Dazu habe ich einige Farben hier in meinem Studio schon vorbereitet. Ihr braucht so eine Farbpalette und ihr braucht verschiedenste Farbtöne. Ich habe zum Beispiel Tarktone, das sind jetzt Washes. Ich habe silbergraue und mittelgraue Töne, ich habe braune Farbtöne hier, ich habe kupferfarbene bzw. ja so sandfarbene Töne hier und daraus mischen wir uns jetzt einfach verschiedene Farbtöne, die wir mit einem Schwamm auftragen. Gibt es eine Grundregel, mit was man anfängt? Nein, eigentlich nicht. Ich werde mir hier zwei, drei solche kleinen Stellen mal mit Farbe anrühren, da gibt es trockene Farbe bzw. auch etwas flüssigere Farbe. Und dann nehme ich einen Schwamm, reiß mir ein Stückchen runter, dass ich auf jeden Fall keine gleichmäßige Stelle hier oben habe. Man kann da hier auch noch ein paar Sachen so rausreißen. Und jetzt nehme ich bewusst hier ein bisschen Farbe auf. Ich vermische die Farbe hier drin auch, tauche auch ein bisschen was hier in die Wash rein und bekomme jetzt hier einen Farbton, der solche Flecken gibt. Und das ist die Grundbasis für unsere Rosttexturen. Und dank dem Schwamm trage ich eben hier die Sachen nicht gleichmäßig auf, sondern komplett unkontrolliert. Mit dem Tuch drüber, falls es zu viel geworden ist, immer wieder leicht abreiben. Und dann geht es weiter. Und so geht man über die ganzen Stellen, wo am Schluss dann auch ein bisschen Rost hinkommt. Der wohl wichtigste Farbton ist aber ein dunkler Grauton. Ihr könnt da auch eine ganz normale Farbe nehmen, die ihr schlichtweg mit Wasser verdünnt. Und mit dieser Farbe wird der ganze Helm jetzt über alle Stellen hier nochmal abgedunkelt. Da muss man ein bisschen Acht geben drauf, es sollte nicht eine zu intensive Farbe sein, also es sollte jetzt nicht hier komplett mit Schwarz über alles drüber gehen, aber das ist eine Farbe, die fügt alle verschiedenen Farbtöne, die ihr jetzt vorher schon aufgetragen habt, wieder zu einer dazu. Und je flüssiger diese Farbe ist, ihr könnt auch gerne einen Spritzer Spülmittel in die Farbe mit reingeben, umso mehr rinnt dann dieser Farbton in die ganzen Furchen hier rein
und gibt im Prinzip der ganzen Geschichte nochmal eine gewisse Dreidimensionalität. Kurz bevor die ganzen Farbtöne trocken sind, tauche ich den Schwamm nochmal im Wasser ein. Der Schwamm, der auch wirklich jetzt hier die ganzen Farben aufgetragen hat. Und tupfe alle Farben jetzt zusammen. Das ist eine Art Blending. Die ganzen Blasen, die jetzt hier entstehen, das schäumt ja ein bisschen. Und diese ganzen Rinder, die lasse ich. Oder die dürfen einfach so werden, wie sie sich jetzt hier gerade ergeben. Denn das zeigt dann auch so ein bisschen Dreck, der runterrinnt. Und alle Farbtöne werden jetzt zu einer einzigen Masse und geben diesen letzten Patina-Look, den ich da gerne eben noch drüber haben möchte. Am Schluss kann man noch teilweise Stellen, die vielleicht zu intensiv sind, mit dem nassen Schwamm wieder leicht aufrippeln. Je nachdem, wie ihr hier mit Farbe arbeitet, müsst ihr das ein bisschen stärker machen, ein bisschen schwächer. Aber das ist so ein Rostlook oder ein Grundrostlook, den ich unbedingt haben möchte. So, auch nicht tragisch, dass die metallenen Sachen, die ihr vorher ausgemalt habt, hier jetzt ein bisschen untergehen. Die können wir später nochmal herausheben. Oder vielleicht ist das gar nicht vonnöten, sondern ihr könnt es so lassen. Und wie gesagt, wenn ihr Handschuhe tragen würdet, würden eure Finger auch nicht sehr dreckig sein. Jetzt trocknen lassen und dann kommt der Rost. Beim Thema Rost kann man jetzt natürlich mit Farben selbigen auftragen. Man kann eine Rostfarbe auch selbst bauen, indem man feine Metallspäne in eine Farbe mit einbringt. Oder man greift auf dieses Mittel zurück. Das ist Rostfarbe, die ich auf Amazon bekommen habe. Das ist eine sehr schwere Farbe, weil sie sehr viele Metallpartikel enthält. Und auch hier nehme ich meinen Schwamm, damit ich den Rost jetzt hier nicht glatt mit dem Pinsel auftrage, sondern ihn wirklich strukturiert auf meinen Helm hier bekomme. Ein paar Tipps dazu. Je dicker ihr diese Rostschichten macht, umso realistischer wirkt der Rost, der dann auch wirklich daraus entsteht. Das heißt, das Grau wird am Schluss nicht mehr sichtbar sein, sondern das Grau wird wirklich zu einer extremen Rostschicht. Wenn ihr aber auch wirklich ganz, ganz feine Flugrostpartikel hier machen wollt, nehmt den Schwamm und tragt ihn wirklich nur punktuell auf. Seht ihr? Also so ein bisschen drüber gehen. Dann kann man wirklich auch so einen Flugrost entstehen lassen. Und manche Rinder, die jetzt hier schon entstanden sind durch die vorhergehende Farbe, können jetzt hier genutzt werden, dass man oberhalb größere Rostflecken macht, die nach unten hin dann durch diese Farbe ebenso aussehen, als würden sie verronnen sein, als würde der Dreck hier runtergeronnen sein. Und vor allem kann ich jetzt auch über Stellen gehen, die bislang immer noch nicht ideal oder sauber geschliffen wurden. Wir hatten hier ein paar Stellen, wie hier unten zum Beispiel. Da war für mich von Anfang an klar, die muss rostig werden, das ist cool. Und Rost baut sich auch manchmal ziemlich eigenartig auf. Man nutzt solche Rostfarbe ganz gerne so, dass man manche Stellen extrem stark macht und rundherum dann immer wieder kleinere Partikel ransetzt, als würde der Rost sich langsam verbreiten. Deswegen habe ich auch manche Stellen, wo haben wir sie? Genau hier oben zum Beispiel, die wurden mit dem Skalpell, habe ich hier teilweise richtig die kompletten Schichten des Füllers und der Spachtelmasse runtergenommen, da kommt der Rost rein. Und außenrum fliegt dann hier der Flugrost so ein bisschen hin und her. Interessanterweise, ihr braucht jetzt den Aktivator, nachdem der Rost getrocknet ist. Da gibt es eine zweite Farbe, die man dazu nimmt. Und dann werdet ihr binnen weniger Stunden schon ein Ergebnis sehen. Und wenn das Ergebnis gut ist, könnt ihr es so lassen. Wenn ihr sagt, hey, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr Rost, sieht nicht toll aus, ja, dann geht einfach nochmal drüber. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Und wir sehen uns, wenn die ersten Rostschichten und Roststellen zu erkennen sind. Und das ist immer eine Freude, weil dann sieht der Helm langsam aber sicher fertig aus. Und ihr werdet feststellen, dass das geil wird. Hey, jetzt mal im Ernst, wie schaffen es andere YouTuber, immer so kurze Videos zu machen? Bei mir geht es immer 20, 30 Minuten lang. Falls das schlimm ist und ich viel zu viel rede oder ihr Tipps habt, wie ich kürzer sein soll oder vielleicht sollte ich ja eurer Meinung nach länger sein, könnt ihr das hier unten in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch das Ganze liken. Ja, wäre mir total recht. Schaut mal, es ist jetzt mal momentan so. Ich habe hier einen Schlauch dran gemacht. Das ist ein Schlauch, den man auf Amazon für 7 € bekommt. Ein Gasmaskenschlauch.
Vielleicht schaffe ich es sogar, ihn unten zu verlinken. Und ich habe hier jetzt mal eine Kappe drauf gemacht. Dahinter schon eine LED verbaut. Aber ich warte wie beim anderen Helm auch noch auf meine Akkuboxen, die man ein- und ausschalten kann. Überhaupt die ganze Elektronik da drinnen wird noch ein bisschen brauchen. Und jetzt fängt er langsam an zu rosten. Wo sieht man es schon? Hier oben sind die ersten Roststellen. Und ich fange jetzt einfach an, so nebenbei immer wieder mit ein bisschen akkurater Farbe, wie zum Beispiel so metallig-grau oder so, setze ich noch ein paar kleine Akzente. Und gehe einfach so Schritt für Schritt über das ganze Teil drüber und überlege, ob ich noch was anderes machen muss oder eben nicht. Jetzt gefällt er mir auf jeden Fall schon mal extrem gut. Jetzt warte ich noch ein paar Stunden, bis ich euch das Finale zeigen kann, damit ihr auch sehen könnt, wie stark der schon gerostet ist und damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, ob das cool ist und ob ihr es nachmachen wollt oder eben nicht. Wird so ein Projekt jemals fertig? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird man durch das ganze Herumstöbern, das man so während des ganzen Baus hier macht, immer wieder auf neue Ideen kommen. Materialien im Baumarkt, im Müll oder sonst irgendwo finden, wo man sagt, oh, das würde jetzt noch genau da drauf passen, so wie bei mir jetzt mit diesem Netz hier. Das wollte ich unbedingt machen. Jetzt sieht es geil aus, ich finde es cool. Der rostet noch ein bisschen vor sich hin, das wird er auch die nächsten 3-4 Tage noch machen. Aber ich glaube, für diesen Vlog ist es ausreichend. Ich hoffe, ich konnte euch viele Tipps und Tricks mitgeben und euch vor allem zeigen, dass es nicht wirklich schwierig ist, maximal ein bisschen aufwendig so ein Teil zu gestalten. Bin gespannt, wie ihr eure nächsten Helme macht. Postet sie auf jeden Fall in die Bastelwastel-Extremgruppe auf Facebook. Da sind wir immer glücklich, wenn neue 3D-Druck- und Bastelfreaks und Freakinnen mitmachen. Mir bleibt noch zu sagen, ihr könnt natürlich dieses Video liken, freue mich, wenn ihr das macht, weil dann wird es ein bisschen populärer und Leute sehen, was man alles mit 3D-Druck so schaffen kann. Und wir sehen uns in einem der nächsten Projekte. Peace, love and es war eine schöne Zeit. Schweig over, danke fürs Zusehen and out!